13.40 Uhr, wir fahren hier rum, suchen einen Parkplatz. Ja, wir finden keinen, was hier los. 7 Minuten jetzt zu Fuß nachher. Wenn Sie hier stehen, dann haben Sie keine Möglichkeit auszufahren, weil die anderen. Hier ist alles nachher gesperrt. Hey Mann! Oder was? Mann! Ich kann das nicht mehr! Ich sag da nichts zu. 3-0. Ich bin die Scheiße, Bruder. Schlechter als das Derby gegen St. Pauli. Jo Freunde, was geht? Ich bin ein bisschen müde. Willkommen zu einem neuen Vlog erstmal auf meinem Kanal. Heute gegen Heidenheim. Ich fahre jetzt auswärts 7,5 Stunden gleich ICE. Wir haben 7 Uhr in 2 Minuten. Ich muss jetzt erstmal meine Bahn nehmen. Ich fahre zum Hauptbahnhof, nehme meine ICE und dann geht's nach Heidenheim. Wish that I could take it back, but no way. I don't got no patience and I'm killing my brain. Every day that I'll be throwing away. Feel so fake and I can put myself past. Wish that I could take it back, but no way. Oh, you. Listen, cause you never show no interest. So I feel I'm struggling with myself, cause my thoughts they don't know no empathy. I swallow down the stones you feed. I break my bones, you let me bleed. You set the tone, but you won't let me. Feeling numb. You chase me down, you make me run. Tear up my lungs and then cut out my tongue. Wish that I could take it back, but no way. I don't got no patience and I'm killing my brain. Every day that I'll be throwing. Irgendwie über Umleitung oder sowas. Aber das wär's gewesen, wenn wir jetzt nicht weitergefahren wären. Ich schwör auf alles immer das gleiche. Ich fahr einmal ICE. Einmal alle paar Monate. Kommt hier noch Dings, Umsage. Sagt die Strecke gesperrt oder so bei Unfall. Oder macht doch nicht so. Oder komm, bitte fahren gleich weiter. Okay, Freunde, ich bin eben auf Toilette gegangen. Aber ich bin immer noch ein bisschen erkältet in der Nase. Ich glaube, man hört das auch noch. Ich habe immer noch 3 Stunden Fahrt ungefähr. Das heißt, ich bin schon knapp 4,5 Stunden gefahren. Und ja, wir sehen uns dann in Oldenburg, melde ich mich euch da. Bruder, endlich bin ich da, ja. Ich bin jetzt in Ulm, Hauptbahnhof. Wir haben 15.30 Uhr. Bruder, ich muss scheißen, ich habe Hunger, ich habe Bauchschmerzen. Aber egal, ich bin endlich da. Ich gucke jetzt nach Mojito. Wir gehen gleich was essen. Ich suche den Brau erstmal. Doch nicht vloggen, oder? So, Freunde, wir waren jetzt essen beim Türken. Und wir gucken jetzt ein paar Sachen hier an in Ulm. Und dann schauen wir ein bisschen hier rum und dann gehen wir später zum Stadion. Willst du dazu irgendwas erklären, irgendwas sagen? Leider kenne ich mich nicht aus. Scheiß drauf. Sieht gut aus auf jeden Fall, ja. Ich bin Ulmer und ich war noch nie da oben, kann ich dir sagen. Wir machen jetzt einen kleinen Autowechsel. Wir sind jetzt in das richtige Auto von Mojito gegangen. Fenerbahce, ja, let's go. Cool, Junge, feier ich immer, wenn man so Vereinssachen so in seinem Auto hat. Cool, cool. Und wir fahren jetzt nach Heidenheim gleich. Müssen noch unsere 2 Tickets abholen, weil ich habe die auch nicht ausgedruckt, habe da sehr spät dran gedacht, dass wir die eigentlich noch ausdrucken müssen. Und die hat jetzt ein Kollege von ihm irgendwo hinterlegt in so einem Laden und die holen wir dann noch ab. Gehen noch ein bisschen durch die Stadt, gehen dann zum Spiel und müssen uns auf jeden Fall langsam auf den Weg machen. Wir haben so 17 Uhr, keine Ahnung, 17.30 Uhr, das Spiel ist 20.30 Uhr. Ja, gut. Erzähl mal, was ist jetzt der Plan, Bruder? Der Plan ist, wir gehen jetzt ins Einkaufszentrum und holen unsere Tickets ab. Ein Kumpel von mir hat es gedruckt. Er ist Filialleiter bei Hyundai. Geschäftsdrucker ausnutzen, beste. Und das war keine Werbung. Dann holen wir die Tickets. Wahrscheinlich essen wir ein kleines Nachtisch oder so im Einkaufszentrum. Und dann haben wir wahrscheinlich so gegen 19 Uhr und bewegen uns dann Richtung Stadion, weil Anpfiff ist 20.30 Uhr. Mojito ist jetzt eben auf Toilette, wir haben die Tickets jetzt abgeholt bei Hyundai, alles safe. Oder ich bin auch gestern erst auf die Idee gekommen, diese scheiß Tickets auszudrucken. Gestern um 21 Uhr oder so fällt mir ein, Bruder, lass mal Tickets ausdrucken, dann ist safe, dann am Ende bekomme ich rein oder so, weißt du? Und RIP auch, ich wieder ganz typisch, Bruder, wir waren vorhin essen, was passiert, Bruder, sieht man das überhaupt? Hier, Bruder, alles dreckig, man sieht das ein bisschen, alles dreckig, Bruder, dick draufgekleckert, direkt. 3-mal oder so ist mir Essen runtergefallen wieder, echt, Bruder. Wir haben hier 19.40 Uhr, wir fahren hier rum, suchen einen Parkplatz. Ja, wir finden keinen. Was hier los, Bruder? Ey, alles voll, ihr glaubt es nicht. Kein Parkplatz, ne, kein Parkplatz. Ich
schwör's euch. Bruder, wenn wir zu spät kommen, ne, Junge, ich geh heulen, Bruder. Hey, chill mal, wir haben 19:40. Bruder, wie wollen wir Parkplatz finden, ja? Keine Ahnung. Wie viel? 7 Minuten jetzt zu groß nachher. Wenn Sie hier stehen, da haben Sie keine Möglichkeit auszufahren, weil die andere. Hier ist alles nachher gesperrt. Okay. Ja, sorry. Ich nein, danke du. Schön, alles gut, kein Sorry. Ja, wenn hast du. Dein Auto ist. Ja, alles gut. Dankeschön. Weil nachher, wenn hast du Kohle, kannst du zahlen. Oh, kein Kohle. Alles teuer. Bruder, wir stehen da, die kommen zu uns und sagen 100 Euro Strafe, wenn wir da stehen bleiben, Bruder. Scheiße, Mann. Parkplatz gab dann wieder nicht mehr. Und here we go again, Bruder. Geisteskrank aufgeregt. Halbe Stunde noch bis zum Spiel. Bruder, endlich da, ja. Bruder, wir sind beim Stadion. Ey, boah. Wow. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht warum, Bruder, aber ich bin geisteskrank aufgeregt. Wir gehen erstmal rein. Der Blau überlegt sich hier noch was zu holen auf Spontan. Er hat noch nichts, kein Schal und so. Der Bruder hat sich noch ein Käppi gekauft. 10 Minuten zum Spiel, wir sind noch nicht drin, Bruder. Oh mein Gott. Ich war noch nie so knapp drin, ja. Ich bin im Stadion, ich hab's geschafft. Jungs, ich hab's geschafft. Ich bin drin. Noch jetzt schneller zu meinem Block. 21 haben wir. Also ich hab noch 9 Minuten zu meinem Block. Ich schaff's noch vor Anpfiff, hätte ich nicht gedacht, Digga. 10 von 10, Bruder. Mach mal da, Bruder. Let's go, let's go, let's go. Oder keine Ahnung, was da los ist, ja? Aber aus Hauptblocks gefüllt, Bruder. Und seine Nummer 19, Jonas! Gerade Pfosten. Nicht aufgenommen, aber egal, geistern. Sauer, Mann. Ey.
Alter, Bruder, wie kann man denn so dumm sein, Bruder? So ist dumm zu spielen, Bruder. Im wichtigsten Spiel, Bruder, was wir gerade haben. Im wichtigsten Spiel, was wir gerade haben, Bruder. Für uns ist das der 1.46. Torschütze. Und in kann das nicht. Jan! Arschloch! HSV! Hey Bro, was die hier spielen, ne? Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Ballverlust einer nach dem anderen, Bruder. Alles unnötig, Bruder. So dumme Ballverluste. Das ist das schlechteste Spiel bis jetzt dieses Jahr, Bruder. Bis jetzt. Hey Bro, ich kann das nicht mehr. Hey! Mann, ich bin so gebrochen, Bruder. Wie kann man so, ey, das ist das schlechte. Das ist wirklich, ohne Spaß, das schlechteste Spiel dieser Saison bis jetzt. Schlechter als das Derby gegen St. Pauli. Das ist halt, der pfeift schon, Bruder, Halbzeit. Ey, ich kann's nicht glauben, Bruder. Bruder, das Spiel ist nicht scheiße, Bruder. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Erstens das, zweitens, Heidenheim macht es auch gut, aber die ja, Spieler... Ja, okay, die machen es vielleicht, die machen es gut, aber die machen es auch einfach, ey, Bruder, die machen es richtig scheiße. Also, die Abwehrspieler sind echt nicht druckresistent, muss ich sagen. Der Druck verliert die Abwehr in der eigenen Hälfte den Ball und das sorgt natürlich zu skandalösen Fehlern. Der Torwart spielt ein bisschen offen, deshalb konnte er auch den einen oder anderen Fehler vom Abwehrspieler klären und parieren. Aber im Großen und Ganzen kommen sie über die Flügel viel zu gut. Im eigenen Strafraum verlieren sie die Kopfballduelle. Hamburg haben den Ball nicht mal geklärt, oder? Wir kriegen den Ball nicht mal raus. Ja, das Klären ist schlecht. Aufbauspiel ist nicht vorhanden. Die versuchen es über Flügel, aber gefühlt ist der Einzige, der das Spiel will. Der Glatze und der Torwart, aber das Problem ist, wenn der Stürmer nicht gefüttert Glatze wird. Glatze kriegt keine Hilfe von den Mitspielern. Genau, und wenn der Torwart, Bruder, kann auch nichts mehr machen. Der Ball ist entweder im Strafraum von Hamburg oder im Flügelbereich von Heidenheim und das endet meistens mit gut, keiner Bruder. Gefährlichen Aktion. Raus oder verlieren den Ball. Genau, und das ist echt schade. Ich sage immer, der Ball ist rund und ein Spiel geht 90 Minuten lang. Und deshalb, wie Mozart, Bruder. Ja, Ausgleich ist immer möglich, wenn nicht sogar. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen, aber Bruder, wenn die so spielen, dann. Und so tolle Fans hat halt nicht jeder Verein. Vor allem jetzt, so wie es aussieht, Heidenheim nicht. Einfach keinen Spaß, Bruder, zu kommen. Und das ist nur Aufregerei, Bruder. Ganz schlimm. MF-Tor, Junge, wichtig. 72. MF-Tor, eingewechselt, Tor. Wichtig. Kopfball, ganz normal. Nicht gefilmt, weil gebrochen, aber egal. Bruder, wir fangen jetzt an, Fußball zu spielen. Ich glaub's nicht, ne?
15 Uhr Ende. Zum Spiel. Endresultat von dir. Kommt erstmal von dir. So, weil du bist blöd. Ah, von mir. HSV war nicht auf dem Platz. 60 Minuten lang oder so. Dann kam die Umstellung vom Trainer auf das Doppelsturmsystem. Insgesamt bis zu 70. 4 Spieler ausgewechselt. Die richtigen Moves gemacht. HSV hat angefangen, Druck zu machen. HSV hat angefangen, das Spiel zu verlagern. HSV hat die erste erfolgreiche Flanke gebracht
Kopfballtor. Nee, sauber. Die Nummer 18, wie hieß der? Jakarta? Was? Wie hieß der? Jatta? Jatta? Genau, Jatta. Ja, Jaka. Ja, Jatta, ja, ich weiß. Entschuldigung, ja, mein erstes HSV-Spiel. Heidenheim hat einfach nicht gut gespielt, sondern HSV war schlecht. Ja, scheiße, Bruder. Das hat man auf jeden Fall bei einem einfachen, sauberen Doppelpass ist HSV ganz einfach durchgekommen. Das hat gezeigt, dass eigentlich Heidenheim sehr schlecht war. Das heißt natürlich nicht, dass die Abwehr besser geworden ist in der zweiten Hälfte. Die Abwehr von HSV war trotzdem Müll. Oder Bodenlos, wirklich. Also echt. Aber man muss dazu sagen, David hat gefehlt, der in den letzten Spielen super performt hat. Und das hat, glaube ich, viel ausgemacht, also in der Innenverteidigung auf jeden Fall. Ne? Für ein HSV, was 70 Minuten knapp nicht auf dem Platz war, ist dieser eine Punkt Gold wert. Geisteskrank, Bruder. Schon. Bruder, okay, also ich weiß nicht, wie so die Kamera rüberkommt, meine Stimme ist komplett weg. 3-3, geisteskrankes Spiel gewesen. Was ich noch anmerken wollte, ich verlose Stehplatztickets für das Spiel HSV gegen, ich blende das hier einfach ein, ich weiß es gerade selber nicht mehr genau. Das ist das Spiel nach gegen Kiel. Und wenn ihr da Tickets wollt, dann einfach einen Kommentar schreiben, dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, auch das Ticket zu gewinnen. Ein Stehplatzticket. Und ja, ich hoffe, euch hat der Bock gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zugucken. Und dann würde ich mich über Like und Kommentar, Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Haut rein. Bis ciao sagen. Ciao.